das sieht jetzt noch nicht aus wie ein tolles Make-up, eher so ein bisschen eklig. Ja, das stimmt. Das ist im Entstehungsstadium ist das tatsächlich so, dass es am Anfang eher so aussieht, als wäre es unprofessionell oder was hat sie denn da im Gesicht. Mhm. Das entsteht dann eben durch den Zeitablauf und auch durch das weitere Aufbringen von der Latexmasse. Und dann kommt Ihre Schminke ins Spiel, ja, also die es ja in ungefähr allen Regenbogenfarben gibt, oder? Genau, die gibt es in allen Facetten, in allen Regenbogenfarben und Varianten mit Glitzer, ohne Glitzer, von schwarz bis ganz bunt. Was kann ich damit genau machen? Also alles Mögliche, weil wir verschiedene Basisfarben auch haben. Wir haben zum einen die echte Theaterschminke, wir haben aber auch auf Aquabasis ganz viele Produkte, was dann eben wasserlöslich gut wegzubekommen ist. Wir haben eine Nature for Fun Linie, wo also wirklich nur auf Naturbasis eine Kosmetik entwickelt worden ist. Und das Gute ist, unsere Schminke wird zu 80% in Deutschland hergestellt, also ganz wenige Produkte, die wir aus anderen Ländern dann zukaufen. Und somit ist eine Hautverträglichkeit und dermatologisch getestete Schminke eben bei uns komplett am Start. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn man so an Theater und Karnevalsschminke und sowas denkt, an dieses grelle Zeug, dann kriegt man eigentlich schon beim Anschauen des Töpfchens so ein Jucken im Gesicht oder so, weil man denkt, da ist bestimmt der größte Mist drin oder so. Mhm. Ist aber falsch, oder? Ist total falsch. Also wird genauso getestet wie die pflegende Kosmetik und diese ganz, ganz teure Kosmetik, wie man sie ja von allen möglichen Anbietern auch kennt, unterliegt den gleichen Regularien auch, unterliegt genauso auch REACH und eben auch den EU-Normen, sodass wir da also überhaupt nicht Gefahr laufen, dass irgendein Kunde sich mit unserer Schminke irgendwie was Schlechtes antut. Mhm. Können Sie mir als Mensch, der sich jetzt normalerweise keine Wunden schminkt und so, irgendwie einen Tipp geben, wie ich zu Fasching oder Karneval irgendwie gut mit Ihrer Schminke umgehe? Es gibt ein Jofrika-Schminkbuch, in dem Sie die Schminktipps vom Tiger über Pantomime bis hin zum Horrorclown oder eben auch zur Mumie finden und die auch Step-by-Step dann erklärt, sodass Sie als Laie mit der Schminke wunderbar umgehen können und dann auch die Tipps kriegen, welche Produkte da eingesetzt worden sind. Ah, das ist super. Ja, und wer unseren Beitrag jetzt sieht, der erfährt ganz nebenbei noch, wie man sich selber eine tolle Hautalterung verpasst. Ganz genau. Ich sehe schon, nicht nur Halloween und Fasching ist Thema bei Ihnen, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind in WM- und EM-Jahren immer mit unserer Jofrika-Schminke genauso am Start. Schwarz, Rot, Gold. Und auch da hat mittlerweile das Einhorn Einzug gehalten, Flitter Einzug gehalten. Und man sieht es hier oben auf dem Foto auch sehr, sehr schön, dass wirklich auch WM mit Glitter und Glamour kombiniert wird. Und mit unserer Schminke. Aber das wird auch so ja auch unter WM- und EM-Fans immer mehr ein Must-Have, dass man sich irgendwie die Nationalfarben ins Gesicht ganz schminkt, genau, oder? Irgendwas. Und sei es nur dieser Schminkstift, mit dem sie einfach sich nur einen Streifen ins Gesicht ziehen und so haben sofort ein bisschen dann auch vermittelt, ich bin Fan und ich bin jetzt beim Public Viewing oder wie auch immer. Ja, ja. Und insofern, irgendwie ist Jofrika bei WM und EM immer mit am Start.